Wir haben hier einen Bienenschwarm, der sich an diesen Ast niedergesetzt hat und den wollen wir nun gemeinsam einfangen. Dazu brauche ich einige Sachen aus dem Lager, die ich Ihnen kurz zeigen möchte. Das erste ist ein leichtes Gefäß, ein Plastikeimer oder hier so ein Honighotbock, den ich unter den Schwarm später halten kann. Eine Abdeckung hierfür. Verschiedene Geräte, das ist in jedem Fall ein Wasserzerstäuber, ein Besen und oft hilfreich auch eine Gartenschere. Weiterhin brauche ich auch eine leere Zarge mit Boden und Deckel. Und in diese Zarge gebe ich einzelne Rähmchen mit Mittelwände, so 2-3 Stück. Wir werden nun in einem ersten Schritt die Bienen ordentlich nass machen, damit sie kompakt zusammensitzen. Nun müssen wir diese Bienen beherzt in dieses Gefäß bringen. Dazu halte ich den Eimer erstmal drunter und klopfe drauf und fege den Rest in den Besen rein. Befinden sich die Bienen an einer unzugänglicheren Stelle, zum Beispiel im Gras oder in einer Hecke, kann man eine Wabe dazustellen oder dazu hängen. Die Bienen laufen dann nach und nach auf diese Wabe und können somit entnommen werden. Hat man die Königin gefunden, kann man diese käfigen und auf der Wabe festmachen. Die Bienen laufen dann noch intensiver auf diese Wabe. Wir können den Eimer nun noch kurz schließen, bereiten die mitgebrachte Zarge vor. Stoßen den Eimer noch mal kurz auf den Boden, damit die Bienen unten sitzen und schütten die hier rein. Wenn wir die Bienen eingeschlagen haben, müssen wir beobachten, ob die restlichen Bienen, die noch in der Luft rumschwirren oder hier noch am Ast sitzen, sich nach und nach in diese Kiste orientieren. Das erkennt man, ob vom Flugloch demnächst Bienen sterzeln und ob die einfach reingehen. Hätte man die Königin nicht, würden die Bienen wieder ausziehen, ist die Königin im Kasten, gehen die Bienen nach und nach in die Kiste. Sollten die Bienen wieder ausziehen, beginnt das ganze Spiel von vorne. Das heißt, wir warten wieder, bis der Schwarm sich gesammelt hat und versucht, ihn wieder einzuschlagen. Hat man die Königin und damit auch die Bienen, geht man am Abend her, füllt die Zarge noch mit Mittelwänden und stellt sie am Stammplatz auf. Allerdings nicht direkt neben dem abgeschwärmten Volk, sondern mit einem gewissen Abstand von etwa 5 bis 10 Meter oder natürlich auch weiter.